Moin Moin, heute mal nicht aus der Werkstatt, heute von zu Hause, weil wir haben hier absolutes Scheißwetter, das regnet. Ich habe mich hier unter den Carport verzogen. Ich habe heute ein kleines Paket bekommen, da ist es. Das habe ich im Dezember letzten Jahres bestellt. Heute ist Februar, oder wir haben heute den 9. Februar. Und das ist eine Nachrüst-Mittelkonsole für mein Tesla Model S. Und das wollen wir jetzt gleich erstmal eben machen. Alles weitere seht ihr nach dem Intro. Das ist das schöne Kartönchen. Ausgepackt habe ich das noch nicht, das machen wir gleich zusammen. Das, was ich jetzt schon mal gemacht habe, ist mein Auto von innen beleuchtet, damit wir einen Vorher-Nachher-Effekt sehen. Also so sieht im Augenblick meine Mittelkonsole aus. Nicht so genau hingucken, Auto ist dreckig. Wir haben Herbst, da ist überall Dreck drin. Ich müsste den eigentlich mal vorher sauber machen. Aber das ist, ich habe schon so einen Einsatz hier drin, wo ich so ein paar Sachen drin lager. Aber das sieht natürlich alles immer so ein bisschen vollgemüllt aus. Und das wollen wir jetzt mal ändern, indem wir die Mittelkonsole da reinsetzen. Ja, dann wollen wir mal den Karton öffnen. Ich schaue gleich mal eben hier, wie das so aussieht. Und guck mal eben, wo die ganzen Klebestreifen sind, dass ich die öffne. Und dann sehen wir gleich weiter. Klebestreifen habe ich jetzt gelöst. Dann können wir das oben aufmachen und dann gucken wir mal rein, was wir da Schönes haben. Gut verpackt ist das ja. Oh, die Mittelkonsole selbst. Und hier unten, was haben wir hier noch? Oh, ein Seitenteil und noch ein Seitenteil. Und dann, ach so, hier gibt es auch ein bisschen Spielzeug dazu, zwei Hüllen für den Schlüssel fürs Fahrzeug ist noch mit extra dabei. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. So, wollen wir mal die Hauptmittelkonsole auspacken. So, das ist jetzt erstmal die Hauptmittelkonsole. Die habe ich jetzt erstmal soweit ausgepackt. Das Einzige, was ich gerade gesehen habe, eine Schraube und eine Scheibe ist abgebrochen. Hier ist so eine Scheibe und eine Schraube für den Deckel hier. Und das gleiche auf der Seite sind zwei, hat aber nur eine Befestigungsfunktion. Ich will gleich noch mal gucken, dass ich da noch eine Schraube wieder reindrehen kann, damit das dort hält. Ist einfach nur ein Schönheitsfehler, da klappert nachher auch nichts, die wird ja eingeklemmt. Aber das ist kaputt gegangen beim Transport, das ist natürlich nicht so schön, aber wir wollen natürlich auch die schlechten Sachen mal hier mit zeigen. So, das ist die Hauptmittelkonsole. Die wird jetzt gleich eingesetzt und hier habe ich noch was drin. Das sind die Abtrenner für die Getränkehalter. Die packe ich jetzt mal eben kurz aus. So, das sind die vier Stück. Die waren da drin und in den beiden Verkleidungen oder in den beiden Tüten haben wir noch die Seitenverkleidung, die nachher hier dran kommt. Die werden wir jetzt auch mal eben auspacken. Das sind die beiden Seitenverkleidungen, schön mit Lederziernaht und von der Verarbeitungsqualität her sehr gut. Macht einen sehr guten Eindruck. Auch so vom Leder her schön weich. Ja, das ist eigentlich alles. Mehr ist das nicht. Und jetzt wollen wir uns mal so langsam darum kümmern, dass wir das ins Auto eingebaut bekommen. Das Wichtigste habe ich vergessen. Eine Bedienungsanleitung, eine Einbauanleitung. Wie man das einbaut in Englisch ist natürlich auch mit dabei. Aber ich hatte mich im Vorfeld schon mal drum gekümmert und geschaut, wie das funktioniert. Jetzt wollen wir erstmal die alte oder die Mittelkonsole von den alten Sachen befreien. Ich werde jetzt erstmal den Einsatz komplett mit dem ganzen Geraffel, was da drin ist, rausnehmen und dann geht's gleich weiter. Jetzt habe ich die Mittelkonsole leergeräumt und wie ihr seht, ich habe hier einen USB-Anschluss. Und zwar habe ich den mal hier oben hingelegt, weil ich hier immer mein Handy lade. Und dann auch unser Sichtfeld habe. Und dafür haben die sich auch eine Lösung einfallen lassen. Und zwar
kann ich denn hier die beiden Schrauben lösen und die Klappe ausbauen. Und dann kann ich von unten das USB-Kabel durchstecken. Dann kann ich das weiterverwenden. So, die Hauptmittelkonsole habe ich jetzt schon drin. Und zwar habe ich die so rein, erst schräg, und dann kann man die hier an dem Dom nach unten schieben. Ich habe das jetzt hier auch schon so weit mit dem Kabel gemacht. Ich werde das jetzt hier noch einfädeln, weil man das sehen kann, da einfädeln, dass es vernünftig verlegt ist. Und dann kommt die beiden Schrauben wieder rein und die Gummimatte drauf. Damit es ein bisschen einfacher geht, habe ich hier hinten die Verkleidung abgenommen. Die braucht man auch nicht, weil ich habe ja hier so ein Fach, da sieht man das eigentlich nicht. Ich denke, ich werde die da auch nicht wieder drauf machen, weil man sieht die weder von der Seite noch von vorne. Ich will mal eben schauen, wie das ist. Gucken wir gleich mal, wenn die Seitenverkleidungen dran sind. So, die beiden Schrauben habe ich wieder drin. Das Kabel lässt sich bei mir nicht ganz einsetzen. Es liegt aber daran, weil das ein ziemlich dickes USB-Kabel ist. Jetzt habe ich aber die Gummiverkleidung drauf und ich finde, es lässt sich anschauen. So geht's schon, das stört's nicht. Ist ganz gut geworden. Jo, jetzt werde ich das Kabel da wieder verlegen, dass ich das da oben wieder hinkriege. Und dann geht's gleich weiter mit den Seitenverkleidungen. Es ist schon dunkel draußen geworden. Mittlerweile wird das hier auch dunkler. Ja, jetzt wird eigentlich nur noch die Seitenverkleidung hier in die Klemmen eingelassen. Und dann ist das auch schon stabil. Auf der einen Seite habe ich das schon. Jetzt mache ich das noch auf der anderen Seite und dann gucken wir gleich mal, wie stabil die Mittelkonsole da drin sitzt. Ich hatte das gerade probiert und dann war das immer noch relativ wackelig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal doch noch wieder den Deckel draufschrauben und damit die Konsole zwischen da und hier auseinanderdrücken, damit sie stabil drin sitzt. Das ist jetzt erstmal das, was ich mache. Jetzt habe ich den Deckel hier oben wieder drauf und ich habe hier mal ein bisschen stabilere Schrauben genommen. Der hält jetzt auch und jetzt ist das auch ein wenig fester da drin und wird auch zwischen den beiden Enden ein bisschen festgehalten. Ja, jetzt machen wir nochmal die Seitenverkleidung dran. Mittlerweile ist es richtig dunkel geworden und ich habe es dann doch noch geschafft, die Mittelkonsole einzubauen. Ich finde, das Ergebnis ist eigentlich sehr schön. Die passt da ganz gut rein. Es ist zwar jetzt hier dunkel, ich hoffe, man kann das immer noch so ein bisschen sehen. Also sollten noch Flecken oder so da sein, dann liegt das da dran, weil ich es gerade ein bisschen nass abgewischt habe. Man sieht auf der Kamera manchmal mehr. Es ist natürlich hier, das untere Fach ist mit Klavierlack. Das ist natürlich ziemlich empfindlich. Aber ansonsten alles ein bisschen aufgeräumter. Es ist jetzt nicht die Mittelkonsole von Tesla. Die ist ja natürlich auch richtig teuer. Aber so diese normale, oder sagen wir mal so für den Preis. Oh, jetzt hatte sich hier meine Maske verheddert. Für den Preis. Ich glaube, $450 kostet die. Ist das eigentlich eine schöne Geschichte? Muss ich ganz ehrlich sein. Sieht auch ganz gut aus. Richtig stabil drin. Von der Qualität her, ich sag mal so, die ein oder andere Schraube müsste man vielleicht mal ersetzen. Das habe ich ja dann auch getan. Ein bisschen stabiler zusammenschrauben. Aber ansonsten kann man da eigentlich nichts zu sagen. Ich kann auf Anfrage gerne mal einen Link schicken. Also falls jemand Interesse hat, schicke ich euch gerne mal den Link hier eben in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr mal selber gucken, ob ihr euch das eventuell bestellen wollt oder nicht. Also ich habe jetzt ungefähr 8 Wochen auf, naja, nicht ganz, 6 Wochen auf die Mittelkonsole gewartet, aus den USA bestellt. Und ja, auf jeden Fall besser als vorher, sage ich ganz einfach. Und es geht schon, es ist schon okay. Wie gesagt, es ist keine Original Tesla, aber vom Optischen her ganz gut, von der Passgenauigkeit her gut. Wie gesagt, die ein oder andere Schraube sollte man vielleicht mal gegen eine vernünftige Schraube ersetzen. Und dann passt das eigentlich. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da. Solltet ihr den Kanal neu entdeckt haben, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, ich habe in letzter Zeit relativ viel Tesla-Videos gemacht. Es kommt natürlich auch wieder was anderes. Ich hoffe, jetzt die nächsten Tage auch mal wieder was anderes, Neues filmen zu können. Jo, ansonsten schöne Grüße aus Oldenburg und bis zum nächsten Mal.